So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal der Taker. Ja, heute gucken wir uns mal wieder den Rush Royale Free-to-Play-Account an. Und wir haben heute ein bisschen Probleme mit den Emulatoren, deswegen probiere ich mir jetzt mal hier den BlueStacks 5 Emulator aus, ob der ein bisschen besser klappt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr am PC spielt, welchen Emulator ihr benutzt. Und ja, was gibt's zu sagen? Wir hatten ja den Season Reset, da sind wir natürlich wieder auf die 4000 zurückgekommen. Haben tatsächlich zeitlich gerade auch nicht so viel Zeit gehabt zu pushen. Ja, sagen wir es so, wie es ist. Ich hätte jetzt noch einen halben Tag spielen können, um da ein paar hundert Trophäen rauszuholen. Machen wir aber nicht. Wir haben trotzdem ein, zwei Sachen zu tun. Und zwar erstmal, wir haben noch den nicen Avatar, wo wir Platz 1 geworden sind im Siegesrausch-Event. Verlinke ich euch gerne hier oben, könnt ihr euch gerne anschauen. Ansonsten haben wir tatsächlich aber gerade mit den 4150 das Zauberlabor auch im Free-to-Play-Account freigeschalten. Können wir kurz reingehen? Ja, wir haben leider nicht so viele legendäre Karten, deswegen nützt uns das momentan noch nichts. Wir könnten hier eine Dry-8 eintauschen. Ja, bringt jetzt aber wie gesagt erstmal nichts. Wir haben ja noch nicht so viele Legendary-Karten. Wir stacken auch momentan ein bisschen. Ich würde mir gerne so einen Fluch wünschen, ne? Boreas Fluch oder halt dieses Kristallmagier Ivy Fluchdeck. Das ist das Deck, was wir hier momentan spielen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch vom Main-Account oder das habt ihr bestimmt auch schon gespielt. Kristallmagier Ivy Frost Vampir Bombardier. Wie gesagt, vorm Video habe ich gerade 5 Games gemacht. Davon habe ich 3 oder 4 gewonnen, 1 verloren. Also ist ein ganz gutes Deck auf jeden Fall. Damit kommt man auf jeden Fall noch höher. Ich schätze mal, auf 5000 sollte man schon kommen. Kritischen Schaden haben wir nicht ganz so viel noch nicht. 911. Deswegen konnten wir in der königlichen Prüfung auch leider nur die normalen Kämpfe machen. Es wäre nice, wenn wir da bis zur nächsten königlichen Prüfung hier die 1000 hätten. Dass wir da wenigstens reingehen könnten. Hier bekommen wir noch 10-mal den Trainer. Noch eine Holzkiste, die nehmen wir noch mit. Ansonsten werden wir gleich in ein Game reinspringen. Gucken wir uns nochmal kurz an, wie man das Deck spielt. Würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ihr habt vielleicht den Frost nicht, wenn ihr wirklich Free-to-Play unterwegs seid oder noch niedrige Trophäen habt. Ansonsten könnt ihr das Deck hier nachbauen. Und ja, für Frost müsst ihr dann den Eismagier reinpacken noch eventuell. Sollte vielleicht auch ganz gut klappen auf der unteren Elo. Und zu guter Letzt, wir haben 1017 Diamanten. Und da mich ja oft Leute fragen, was man damit so machen kann, werde ich heute mal eine kleine Empfehlung machen hier mit der Kiste des Erzmagiers. Beziehungsweise wir gucken uns zusammen mal an, ob sich die lohnt, denn wir kriegen hier auf jeden Fall eine safe legendäre und können sie sogar noch auswählen. Wahrscheinlich aus zwei, nehme ich an. Das ist nicht schlecht. 15.000 Gold gibt es noch oben drauf und 30 epische Karten. Wie gesagt, kein Cent für ausgegeben. Die 999 haben wir uns free to play erspielt. Deswegen gehen wir in die Kiste rein am Ende des Videos. Wird heute auch nicht ganz so lang. Wir jumpen jetzt mal rein in ein Game. Gucken an, ob wir uns den fünften Sieg holen können. Wie gesagt, ich muss die Tage mal ein bisschen pushen, aber wir bringen jetzt gerade täglich YouTube-Videos raus mit Supercard und Rush Royale. Deswegen, ja, Zeit immer ein bisschen knapp. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Wenn ich den Free-to-Play-Account mal richtig pushen soll, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann versuche ich da mal ein bisschen mehr Zeit für zu opfern. Ansonsten, ja. Siegesrausch läuft auch gerade. Wisst ihr ja, da habe ich sehr gut abgeschnitten in den letzten Wochen, wo ich aktiv gespielt habe. Da müssen wir auch noch ein bisschen reingehen. Ich hatte, wie gesagt, vorhin ein bisschen Emulator-Probleme, deswegen habe ich erst zwei Kämpfe gemacht im Siegesrausch. Aufnahmezeitpunkt ist gerade Samstag zu Sonntagnacht, 2:26 Uhr. Wir müssen noch ein bisschen ruhig sein. Jenny ist eingeschlafen hier neben uns. Ich wollte aber noch schnell das Video auf jeden Fall aufnehmen, dass es pünktlich Sonntag rauskommt für euch. Und danach werde ich auch ins Bett verschwinden. So, der Gegner hat Fluch, die hätte ich auch ganz gerne wirklich. Chaos kommt, ist okay. Wie gesagt, hier versuche ich immer gleich mindestens ein Zweier-Vampir zu bekommen oder zwei oder drei Einser. Dann mache ich hier die Mana-Power-Ups, damit ihr halt das extra Mana generiert in dem Deck. Und danach ist es eigentlich nur noch, ja, bisschen Fusionsstufen hochkriegen, versuchen alle Mana-Power-Ups zu machen. Ist keine große Kunst, ne? Mal gucken, ob wir gewinnen können. Was spielt der? Fluch? Ingenieur-Deck, ja. Okay, Henker, Zelot.
Pyrotechniker ganz schön zusammengewürfelt, weiß ich nicht. Habe ich noch nie von gehört von dem Deck. Mal gucken, ob er uns damit gefährlich wird. So, Stufe 2 Ivy ist halt nice, ne? Das ist gut an dem Deck. Die Ivy cleart halt die erste Runde gefühlt alleine. Ihr könnt hier ein bisschen den Vampir hochstacken ohne Probleme. Ein paar Power-Ups schon durchführen. Bomber, vielleicht stunt der Bomber lang genug, aber ich glaube, er wird uns einmal durchchangen. Da können wir, denke ich, nichts gegen machen. Na, oder reicht sogar. Reicht, perfekt. Der Gegner wurde einmal durchgemischt, hat jetzt viermal den Fluch bekommen. Nicht ganz so optimal für ihn. Zack. Ein Zweier Vampir wäre gut oder ein Zweier Frost. Jawohl, das ist der Zweier Vampir. Dann können wir die einzelnen Vampire wegmachen. Noch ein Zweier Vampir, ja, okay. Nehmen wir mit. Nicht unbedingt nötig. Wie gesagt, wir haben ja sonst dieses Deck hier gespielt mit Katapult anstatt Vampir. Also mit dieser Variante von Deck werdet ihr schon etwas höher auf jeden Fall noch kommen. Ich weiß nicht, ob es über 5000 geht, aber ich schätze mal so bis 5000 kommt ihr damit. Zack, den können wir jetzt wegmachen. Bisschen verlangsamen hier. Ja, der Gegner hat jetzt schon starke Probleme. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall gewinnen, das Spiel. Ivy immer schön Mana-Power-Ups machen, die macht da sehr, sehr viel Schaden. Dann können wir nochmal flexen, solange wir noch haben, mit unserem Platz 1-Emote. Ja, der ist schon nice, ne? Schade, dass die immer ablaufen. Aber ist ja auch logisch, sonst wird man einmal Erster und hat die dann für immer. Ja. So, das ging eigentlich recht schnell. Ich wollte auch mal kurz noch gucken, wie es hier mit Gegenständen aussieht. Wir können nämlich auch nochmal in die Schmiede reinspringen hier. Übrigens, im Hauptaccount bin ich jetzt einen Brustpanzer und also einen blauen Speer davon entfernt, einen lilanen Gegenstand zu fusionieren und einen Brustpanzer davon, einen blauen wenig zu machen. Ja, vielleicht im nächsten Video. Wenn ich noch irgendwo einen blauen Stab herbekomme, dann können wir da auf jeden Fall den ersten lilanen Stab fusionieren. Dabei sieht man mal, ne, ich nehme ja alles mit vom Battle Pass mäßigen und so und habe jetzt dann vielleicht irgendwann bald den ersten lilanen Gegenstand. Ja, dann wisst ihr Bescheid, wenn ihr Leute seht mit ganz vielen lilanen Gegenständen, was die so gemacht haben werden. So, was haben wir hier gekriegt? Ah, das bringt uns nicht so viel. Unser Schwert macht Schaden 4%. Ich glaube, der Bogen ist ganz nice. Kritischen Schaden 20%. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall rein. Ansonsten hatte ich noch einen kleinen Tipp gelesen im Discord. Ich glaube, das war von einem SK-Spieler Suchtklinik. Wenn ihr halt jetzt hier irgendwann viermal den Stab habt zum Beispiel und den fusioniert, dann sind halt die Level hier weg, ne? Deswegen war das Tipp von ihm, die nicht aufzuleveln vorher, ne? Wenn ihr fusionieren wollt irgendwann. Macht dann lieber den fusionierten Stab zum Beispiel hoch. Kleiner Tipp von der Suchtklinik. Ich hoffe, war okay, dass ich den hier weitergegeben habe. Zellenschaden. Ja, der andere kann ja auch nichts anderes, ne? Das ist ja der gleiche. 5%. 5%, ja. Könnte man hochleveln, ehe ich hier irgendwann nochmal welche zusammen habe. Wird es eher länger dauern, oder? Ja. Gut, dann kommen wir tatsächlich schon zur Kiste. Kurzes, knappes Video hier heute. Ja, Premium Pass, schöner Emote, aber nein, gönnen wir uns nicht. Wir gehen tatsächlich in die Kiste des Erzmagiers rein und drückt mal die Daumen, dass es sich lohnt, ey. 999 Kristalle, 15.000 Gold. Oh, wähle deine Belohnung. Oh, nehmen wir die. Dann nehmen wir den Kessel. Ja, ganz klar, den Kristallmagier 30 Mal direkt und Boreas oder Stase? Boreas Level Up oder Stase? Ja, wir gehen für die neue Einheit tatsächlich. Ich hätte mir Fluch gewünscht, aber Stase auch gar nicht so verkehrt. Momentan spielt man die ja echt gut. Gold ist auch wieder gut hochgegangen. Echt in mehreren Decks. Inquisitor Stase, denke ich, wird auch wieder zurückkommen.
Jetzt stehen ja die Balance Changes an. Nächste Woche mal gucken, ob sie da was am Roboter machen. Der ist natürlich absolut krank. Können wir ihn aufleveln? Ne, 30.000 brauchen wir. Aber ist okay erstmal. Ansonsten, hier stehen wir auch kurz davor, Jay freizuschalten auf dem Free-to-Play-Account. Ja, Trickster dauert noch ewig. Und ja, den Rest. Ohne Cash. Nicht so leicht machbar. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem halbwegs gefallen. Und auch geholfen vielleicht mit dem Deck hier. Schreibt auch gerne weiterhin eure Deck-Empfehlungen rein. Dann werde ich es auch mal ausprobieren. Wie gesagt, Legendaries haben wir nicht ganz so viele. Wir haben Dämonenjägerin, Dryad, Boreas, Frost, Stasen jetzt ganz neu. Beschwörer und Fallensteller. Ja. Wie gesagt, ich würde gerne den Fluch haben. Müssen mal gucken, wo wir den noch irgendwo herbekommen können. So ein schönes Boreas Fluchdeck oder halt Ivy Fluchdeck. Hätte ich schon Bock drauf. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Ich wünsche euch einen schönen Mittag, Abend oder Morgen, wann ihr auch immer das Video guckt. Ja, lasst gerne kostenlosen Support da in Form eines Abos oder auch gerne einen Kommentar. Auch gerne, was euch nicht gefällt. Aber schön konstruktiv und dann gehe ich da auf jeden Fall auch gerne drauf ein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.